Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin aus Afrika zurück und es geht gleich wieder mit Venna los. Venna ist repariert, die Achse ist wieder in Ordnung und wir sind gestern Abend losgefahren bei herrlich Sonnenschein und sind inzwischen in Wetzlar angekommen. Und schaut mal, wie wir heute geweckt wurden. Cassie ist auch mit dabei, schläft schon wieder. Wir haben schon eine Hunderunde gemacht, bisschen gefrühstückt. Jetzt geht's weiter Richtung Saarland, französische Grenze. Ich war noch nie im Saarland. Ich erkunde immer eher Bayern, Baden-Württemberg oder Sachsen und die ganzen bergischen Gegenden. Aber dieses Mal habe ich eine ganze Woche Zeit, also ist das Saarland dran. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, einfach auf Abonnieren klicken und dann lasst uns starten. Mal, ich tanke, was für eine Aussicht hier ist. Wow. Herzlich willkommen im Schwarzwald. So, wir sind angekommen nach langem Suchen. Ein sonniges Plätzchen zu finden, sind wir dann im Schwarzwald gelandet. Ich wollte ja eigentlich ins Saarland, die Region um Trier an die Mosel, aber es hat geschüttet ohne Ende. Dann dachte ich, okay, wenn ich schon mal hier bin, fährst nach Frankreich. Da waren sogar Orte überflutet. Ich blende euch mal meine Insta-Story hier ein. Hier hat es so viel geregnet, dass der ganze Ort überschwemmt ist. So, das Saarland wollte uns nicht haben. Hundeverbot und Dauerregen. Bäh. Ich bin jetzt dem Satellitenbild des Meteorologischen Instituts gefolgt und bin jetzt im Schwarzwald angekommen. Hier ist zwar nicht Sonnenschein, aber es regnet auch nicht und das reicht mir schon. Aber jetzt sind wir hier im Schwarzwald gelandet. Hier neben uns rauscht ein Wasserfall und da sieht man jetzt gerade nicht. Kann man sogar die Skipisten sehen. Und Cassie ist natürlich auch mit dabei. Wir wandern gerade zur Tannenberghütte. Hier vom Stellplatz haben wir direkt einen schönen Ausblick auf Freiburg. So, ich bin jetzt hier am Feldberg und wir wandern jetzt ein kleines Stück. Wir wandern jetzt auf den Feldberggipfel. 3 Kilometer bergauf. Wir stecken jetzt inmitten einer Wolke. Noch 2 Kilometer, dann sind wir oben. Herzlich willkommen auf dem Feldberg. Mitten in einer Nebelwolke stehe ich auf dem Feldberg. Das Wetter gehalten hat und jetzt geht's wieder bergab. Die Wolken ziehen weg und schaut mal dort hinten. Da ist die Bergstation des Lifts. Und man hat jetzt hier wirklich einen schönen Ausblick. Erinnert mich diese Wanderung an die Wanderung auf dem Brocken oder auf den Fichtelberg. Allerdings habe ich an die Brockenwanderung eine sehr schlechte Erinnerung. Das war ja eher eine Völkerwanderung oder ein Massentransport nach oben. Und hier geht es. Es
relativ ruhig, obwohl ja jetzt Hochsaison ist. Also Daumen hoch für Schwarzwald. So, ja, da mein Parkticket heute kostenlos war und ich noch keinerlei Kosten hatte, außer Benzin für diese Reise, leiste ich mir heute mal hier ein Essen. Das ist ein Boutique-Hotel hier direkt am Lift. Und schaut mal hinten, wie es hier aussieht. Herzlich willkommen am Titisee. Hallo von der Wutachschlucht! Ich bin jetzt hier an der Wutachschlucht und wandere die ganze Zeit hier entlang. Und ich muss nachher einmal googeln, warum das Wasser so braun ist. Das hat bestimmt mit den Stoffen im Wasser zu tun oder mit den Steinen. Cassie schaut schon die ganze Zeit, wo sie hier baden kann. Na, geh baden! Halt! Nicht so weit! Raus. Die Stromschnellen sind doch ganz schön stark hier. Da treibt sie mir weg. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir stehen hier direkt beim Frühstück in der Nähe von Rothenbach auf einem wunderschönen Stellplatz. Hier neben uns, da ist ein kleiner Bachlauf. Und jetzt gibt es erstmal Frühstück und dann sehen wir mal, was der Tag heute sonst noch so macht. Herzlich willkommen an den Triberger Wasserfällen. Es ist echt touristisch hier. Mag ich gar nicht, aber nützt ja nichts. Ich habe wieder einen schönen Platz für uns gefunden. Cassie steht da und schaut in die Ferne. Hier steht Venna und schaut euch mal den Ausblick an. Herrlich! Zell am, keine Ahnung was. Hallo aus Zell am Hamersbach! So, ich habe noch mal gegoogelt. Also wir stehen hier in Zell am Hamersbach. Habe ich vorher noch nie gehört. Aber ein Örtchen mitten im Schwarzwald. So, nach langer Wanderung sind wir hier an einer Radiumquelle angekommen. Hier steht zwar dran, kein Trinkwasser, aber wenn dir die Hex im Kreuze sitzt, die Beine steif wie Balken, wenn du mal recht vergesslich bist, die Adern wollen verkalken, dann geh zum Zeller Radiumquell. Saug ein die Brunnengeister. Wenn's nicht zu spät, kommt Heilung schnell. Der Hexe wirst du Meister. Na, dann will ich mal ausprobieren, ob es bei mir schon zu spät ist. Steht zwar dran, kein Trinkwasser, aber
Schaut mal, was für einen coolen Ausblick ich heute hier habe. Sieht das nicht genial aus? Und jetzt zeige ich euch mal auch von hinten. Oh, da werde ich morgen früh schön erwachen und die Sonne blinzeln sehen. Jetzt wird's langsam. Guten Morgen aus Zell am Hamersbach. Ich frühstücke jetzt erstmal. Wir hatten eine schöne, ruhige Nacht hier an der Wildblumenwiese. Nach dem Frühstück wird ein Plan gemacht, wie es weitergeht heute. So, das Auto ist startklar. Cassie auch. Wir verlassen jetzt hier Zell und fahren Richtung Stuttgart. Es geht Richtung Heimat. Guten Morgen. Heute sind wir in Sulzbach an der Mur aufgewacht. Und schaut mal, das ist hier ein altes Freibad. Das wurde aufgeschüttet, ein Spielplatz draus gemacht. Und hier hinter mir ist noch so eine Grillhütte, zeige ich euch gleich. Da ist auch noch eine Grillhütte. Haben die richtig gut gemacht und die Familien besuchen das. War gestern Abend richtig stark frequentiert hier. Und Cassie liebt es auch. Wenn es warm wird, kann man die Füße hier reinhalten. Und da ist die große Grillhütte. Hier kann man richtig große Familienfeiern durchführen, zum Beispiel Kindergeburtstag oder so. Hier ist der Grillplatz für Stockbrot. Hier ist eine kleine Bar. Und hier sind viele Sitzmöglichkeiten. Ein schönes Plätzchen, wenn die Deutschen ihn nur auch sauber halten würden. Denn hier liegt überall Müll rum, da... Obwohl hier die Mülltonne ist. Echt schrecklich. Cassie hockt erstmal im Gebüsch und schleicht sich ganz langsam, damit ich es nicht bemerke, zu dem Fluss hier hin oder zu dem Bachlauf. Ja, so sieht unser Stellplatz hier aus. Gleich mit einem Wanderlehrpfad für die Seitenbachschlucht, fürs Seitenbachtal und hier noch eine Landkarte fürs Murtal. Perfekt, ein kleiner Mülleimer für mal ein Taschentuch oder so. Und hier stehen wir. Wir sind jetzt vom Rotsee losgewandert und wollen zur Teufelsmühle. Weit und breit stecken wir hier in einem Funkloch und der Weg ist sowas von matschig. Es ist jetzt gerade 2 Tage nach der großen Hochwasserkatastrophe im Ruhrgebiet und das ist auch hier noch zu sehen, 2 Stunden davon entfernt, weil es ist mega matschig. Man muss so aufpassen auf den Wegen. Ich habe hier immer noch keine mobilen Daten. Ich laufe praktisch seit 2 Stunden durch Deutschland und bin nicht mit dem Netz verbunden. Soll es das geben? Ich bin vor 2 Wochen noch durch den ganzen Norden von Tansania gefahren. Bis zu den indigenen Stämmen habe ich doch wirklich noch mobile Daten gehabt. Wir sind am Jagdhotel rausgekommen. Ein richtig hübsches Gebäude.
wirklich hübsch. Da ist ein Restaurant drin und ein Café. Aber wir hatten ja gerade zuvor zu Mittag gegessen, daher haben wir eine kleine Rast gemacht und sind dann wieder zurückgegangen. Hier 100 Meter von unserem Parkplatz ist ein alter Braunkohlebergbaustollen. Ich weiß nicht, ob ich mich hier rein traue, es ist echt dunkel. Ich bin ja bei sowas immer nicht so, ja nicht. Nee, kann ich euch leider nicht zeigen. Da geht mir die Muffe. So sieht mein Frühstück hier heute aus. Ich beseitige jetzt das Chaos hier, muss noch ein bisschen abwaschen. Übrigens wollte ich euch mal zeigen, das ist mein Abwasserkanister. Da passen 10 Liter rein. Den entsorge ich dann immer an der Autobahn, an Raststätten oder an diesen Entsorgungsstellen. Da kommt jetzt auch das Abwaschwasser rein, auch wenn man biologisch abbaubares Spülmittel hat. Darf das niemals in die Umwelt. Daher habe ich immer meinen Abwasserbehälter dabei und dann ist das schon perfekt. Abwasch ist fertig und jetzt muss natürlich auch der Schwamm noch trocknen. Dann nehme ich immer meine Neodym-Magneten. Die sind richtig stark und mini klein. Der ist jetzt nicht mal einen Zentimeter groß, glaube ich. Und dann hänge ich immer mein Handtuch an oder hier habe ich die Gardine mit zur Seite gemacht, dass ich von vorne aus dem Rückspiegel was sehen kann. Oder hier zum Beispiel ist auch ein Neodym-Magnet, der geht durch die Verkleidung durch. Ja, könnt ihr gerne mal in meinem Amazon-Shop gucken. Unten ist der verlinkt. Und da habe ich alles Krimskrams, was ich hier benutze, auch nochmal drin. Und da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Wir gehen jetzt hier nochmal eine kleine Runde um den See. Ich zeige euch mal, wie es aussieht hier. Es ist richtig schön idyllisch hier. Ist auch Baden verboten. Für Hunde und für Menschen auch. Weil es ist ein reines Angelgewässer. Aber es liegt so schön hier in den Bergen. Herrlich. Ja, und wenn wir rum sind um den See, dann packe ich Wenner zusammen. Dann fahren wir noch tanken und dann geht es für 5 Stunden auf die Autobahn. Ab nach Hause, dann ist die schöne Zeit wieder vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wäre schön, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann einfach Abo dalassen. Bis bald!